Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica hier in der Unterwasserwelt. Ich weiß gar nicht, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Aber ich glaube, wollte ich noch eine Batterie bauen? Ne, was wollte ich machen? Ach so, wir wollten zu diesem Ding hinfliegen, ne? Hier zu diesem da hinten, ne? Glaube ich. Ja, fliegen, schwimmen. Schwimmen wir jetzt einfach mal hin. Was war das nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Lichtmesser und was zum Scannen haben wir. So. Fische zum Essen mitnehmen. Hallo? Ja. Nein. So. Komm her. Ah. Hey. Gewonnen. So. Das hier mitnehmen. Und da ist der schon wieder, der uns immer alles klaut. Oh Mann, oh. Oh. Lass mich in Ruhe. Du lass mich in Ruhe. Soll ich denn da hinkommen, ohne dass die mir hier irgendwas klauen? Vielleicht oben an die Oberfläche schwimmen. Ich schwimme erstmal an die Oberfläche und mal gucken, was da so abgeht. So. So. Wir müssen da lang. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? An Station Delta. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwie was Schönes irgendwo zwischendrin finden. Ich hätte mich vielleicht auch mal ausleeren sollen vorher. Das war so sehr suboptimal von mir. Mit. Das Geräusch hört sich auch nicht gut an. Ich habe Angst. Wer weiß, was hier uns entgegenschwimmt nachher. Boah, das sieht so geil aus, ne? Das sieht so geil aus. So schön. Oh, was ist denn jetzt? Was ist unbekannt? Hilfe! Oh Gott! Hilfe! Was ist das? Was ist das? Ich habe Angst. Das klingt wie ein Notruf. Übertragung unbekannter Herkunft. Tiefe berechnet auf ca. 200 Meter. Was möchte er von mir? Ich habe Angst. Kommt jetzt hier ein Hai und frisst mich? Hilfe. Schwimm an die Oberfläche. Ja. Was soll ich denn noch alles machen? Erst schwimmen an die Oberfläche. Dann. Mach dies, mach das. Aber ich muss doch da hinten hin. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn hier irgendwie andauernd irgendwas schwimmt? Oh Gott. Die Bewegungen sehen schon nicht so. Ist auch eine ganz andere. Das ist auch blau, ne? In den Tiefen des Ozeans verbirgt sich. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es irgendwann herausfinden, aber nicht jetzt. Glaube ich. Ich habe echt ein bisschen Angst, wenn ich jetzt darunter. Ja. Auf dem Weg können wir hier noch ein bisschen. Oh, jetzt sind da die Dinger schon wieder, die uns was klauen wollen. Das ist nicht Delta, nee. Nee, genau, hier waren wir und wir müssen noch ein bisschen weiter. Ja, schwimm nach oben. Los jetzt. Schwimm. Schwimm. Ist das doch das? 400 Meter? Nee, das kann ja gar nicht sein. Das ist doch keine 400 Meter bis da, oder? Nee, es ist noch weiter. Gefährliches Wetter zieht auf. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ja, bist du blöd? Soll ich mich denn in Sicherheit bringen? Bin ich unter Wasser in Sicherheit? Was sind die? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir müssen doch da hinten hin. Ich will da jetzt hin. Und ich mache mir bestimmt gleich in die Hose, wenn ich hier runtergehe, weil hier bestimmt gleich irgendwas vor mir schwimmt, was da nicht hingehört. Da unten waren wir. Es hört sich an wie so ein Wal oder so, ne? Walhai? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Haie für Geräusche machen. Hört sich an wie ein Hai.
Okay, gut, dann gehen wir erstmal nicht in die Richtung. Sagt er, es hörte sich an wie ein Hilferuf oder ein Notruf. Was passiert denn, wenn ich jetzt da lang schwimme? Das sieht auch echt irgendwie voll gefährlich. Was heißt gefährlich, aber. Sollen wir das mal riskieren? Ich trau mich nicht, ne? 30 seconds of oxygen remaining. Ich habe so viele gute Sachen mit und nicht, dass wir sterben. Und dann haben wir gar nichts mehr. Das wäre noch beschissener. Okay, es regnet hier auf jeden Fall. Okay, ich finde es so geil. Hier oben ist mir kalt und hier unten. Okay. Okay. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach. Da stand ja nicht, dass wir umkehren sollen, ne? Da steht ja nur. Boah, hier kommt gleich bestimmt irgendwas auf mich zugeschwommen, was ich nicht möchte, was auf mich zugeschwommen kommt, bestimmt. 300 Meter. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Atmen, atmen, atmen. Immer ruhig bleiben unter Wasser, wenn irgendwas ist. Immer ruhig bleiben, wenn euch ein Hai entgegenkommt. Immer ruhig bleiben. Ich will gar, glaube ich, gar nicht. Ich will, glaube ich, weder nach unten noch nach oben gucken. Einfach schwimmen. Oh, das ist bestimmt kurz vorher. Ist bestimmt irgendwie bestimmt so ein Riesenhai und der macht so. Frisst uns oder so. Okay. Oxygen. Schwimmen an die Oberfläche. Was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Ich schwimme einfach an der Oberfläche. Dann kann mir eigentlich nichts passieren, weil dann sehe ich auch nicht, was da unten unter Wasser ist. Ich sehe es einfach nicht. Oh mein Goodness, was ist das denn? Was ist er denn? Ui! Hallo, lass mich in Ruhe! Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich denn da hinkommen? Bist du doof? Aber ich muss doch da hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, da habe ich mir jetzt aber auch echt ein bisschen erschrocken, ey. Huh. Was ist das denn? Oh mein Gott. Könntest du mich jetzt in Ruhe lassen? Ich habe dir gar nichts getan. Ich möchte einfach nur dahin, wo die mich hinschicken. Leuchtsiebkoralle, alles klar. Ist noch eine Leuchtsiebkoralle? Kann man die irgendwie abbauen? Ob ich ihn mit meinem Messer irgendwie abstechen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Seek fluid intake. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja. Oh, dieses Geräusch, ne? Der Fisch macht mich ganz irre. Oxygen. 100 Meter muss ich nur noch nach da. Aber das werde ich nicht schaffen mit diesem komischen Blubberfisch da. Mit diesem komischen. Ja. Schrei mich nicht an. Schwimm nach oben. Ich sterbe. Ich sterbe. Oh nein. Ich bin gestorben. Nee, ich hab's noch geschafft. Oh Gott, wie geil. Ja, ist okay, ich schwimme schon nach Hause. Oh, wie soll ich mir denn daran vorbeikommen? Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich kann ja noch nicht so schnell schwimmen. Können wir den irgendwie. Er taucht wahrscheinlich immer genau dann da auf, wo ich. Das jetzt einfach. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Kann ich an der Oberfläche einfach lang schwimmen? Nee, der frisst mich wahrscheinlich auch hier irgendwo an der Oberfläche. Da ist er doch. Nee, so, du bist. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so, du Blubberfisch. Hallo, lass mich in Ruhe. Oh Gott, schwimm, 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 schwimm. Ich schwimme einfach vielleicht einen Umweg. Wenn ich an der Oberfläche schwimmen, dann kann mir vielleicht gar nichts passieren.
Vielleicht passiert mir gar nichts. Los, 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 los. Oh mein Gott. Ich mache mir gleich in die Hose. 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 Wie komme ich jetzt hier hoch? Oh Gott, wie komme ich hier hoch? Oh. Wir haben es geschafft. Yay. Aufzeichnung. Oh Gott. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Der macht mir bestimmt gar nichts, der Fisch. Ein Kaffeeautomat. Ja, Kaffeeautomat steht hier einfach an der Oberfläche. Na klar, ohne Strom, ohne alles. Läuft ja bei denen. Ein Abfalleimer. Alles klar. Das kann ich nicht mehr scannen. Ach so, eine Bank kann ich noch scannen. Ja. Das ist ja auch hier oben alles nicht eingefroren oder so. Schön, dann kann ich jetzt was trinken. Trinken. Habe ich jetzt was getrunken? Ja, gut. Nee. Oh mein Gott. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ja, ich muss den Weg ja auch noch wieder zurück, ne? Ich werde bestimmt verdursten. Ich werde verdursten. Sofortige Flüssigkeitsaufnahme. Ja. Ich bin doch hier was zu trinken. Flutlicht. Cool. Für alles ausleuchten hier nachher. Ist das? Neuer Bau. Drohende Unterkühlung. Ja, soll ich jetzt wieder ins Wasser hüpfen oder was? Ist das hier? Wird mir hier wieder warm? Oh, hier wird mir wieder warm. Ach, cool. Was auch immer ich hier aufgesammelt habe. Was zu trinken finden. Was gibt's hier? Nichts. Nichts Spannendes. Da hinten müssen wir wieder nach Hause. Ich glaube, ich darf einfach nur nicht da, wo die. Okay, die sind hier überall. Ich wollte gerade sagen, da, wo diese schwarzen Dampfwolken rauskommen. Ich glaube, da dürfte ich nicht hin. Aber das hat sich erledigt, weil die überall hier im Umkreis verteilt sind. Sieht aus wie da, wo wir gestrandet sind am Anfang. Und wo wir abgestürzt sind. Wird mir hier auch warm? Die schießt doch bestimmt gleich auf mich, oder? Okay, das können wir noch scannen. Hufeisenstrauch. Okay. Mein Inventar ist voll. Natürlich ist mein Inventar voll. Dann kann ich doch mal diese komischen Dinger hier lassen. Das geht doch bestimmt so, oder? So. Rauswerfen, rauswerfen. So. Was ist das denn hier überhaupt? Signalobjekt. Ah, okay. Ich bestimmt weiß, wo ich nachher wieder hinlaufen muss. Ich kohlt mich doch bestimmt gleich ein hier. Mal einsammeln. Wo auch immer wir die nachher brauchen. Aber schaden kann es ja nicht. Was gibt es hier Schönes? Die machen mir echt ein bisschen Angst. Scannen? Nö. Okay. Ich will kein Schnee. Habe ich jetzt Schnee aufgesammelt? Das gibt's nicht, oder? Ich habe jetzt keinen Schnee aufgesammelt. Was bist du? Kann ich die scannen? Ja. Strüppstreif. Ich will keinen Schnee nehmen. Ich möchte erforschen und mich verkugeln lassen oder so. Kann ich eigentlich auch verbrennen? Ich kann ja auch erfrieren. Warum sollte ich denn nicht auch verbrennen? Bist du? Ja. Spring doch ins Wasser und trink im Wasser was, Mensch. Hier ist genug Wasser. Nimm es, schmeiß es hier rein und dann verkoch. Oh, ich muss was zu trinken finden. Ey, das gibt's nicht. Ich habe auch nichts mehr zu trinken mit, oder? Was zu trinken mit? Nee, natürlich nicht. Ja, ich werde verdursten. Ich werde sterben. Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Um ehrlich zu sein. Ich bin gestorben. Wir sind verdurstet. Wir sind verdurstet. Du hast einige Gegenstände verloren. Ich hoffe nicht die wichtigsten, die ich in meinem Inventar habe. Wir werden es gleich herausfinden.
Okay, den Scanner habe ich noch, das habe ich noch, das Messer habe ich noch. Oh nein, ich habe die gute. Nee, die habe ich auch noch. Standard-Tauchflasche. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt echt ein bisschen Kackerwurst. Weil. Anlegerschütze, verlorene Signalobjekt, ja. Okay. Ich muss mir was zu trinken machen. Ich muss ein. Wie hieß der Fisch nochmal? Den, glaube ich, oder? Ich muss einen Blasenfisch haben, dann kann ich mir was zu trinken machen. So, ich suche jetzt Blasenfisch und dann nehme ich mir was zu trinken und zu essen mit. Hallo, komm her. So. Blasenfisch, nicht die großen. Bist du ein Blasenfisch? Du bist ein Blasenfisch. Ach so. Okay. Du bist kein Blasenfisch. Bist du ein Blasenfisch? Du musst was zu essen. Hast du was zu trinken? Keine Ahnung. Alle Fische jetzt erstmal einsammeln. Du bist ein Blasenfisch. Oxygen. Oh ja. Schon wieder? War ich nicht gerade in seiner Oberfläche? Ja, also wie gesagt, also ich würde im echten Leben in der Unterwasserwelt nicht so wirklich überleben. Ich würde irgendwie die ganze Zeit sterben, weil ich würde verhungern, verdursten, ertrinken, was auch immer. Alles halt. So. So. Sieht so schön aus hier. Wo bist du denn? Ein Bumerang. Lol. Komm, du auch nochmal. Kann ich auch einsammeln? Bist du auch ein Bumerang? Ach, du bist ein Pinguin. Du bist eine Pinguine. So, denn wir müssen jetzt mal was zu essen und zu trinken machen. Damit wir nicht wieder verhungern oder verdursten. So. Trinken. Wie viel trinken kann ich mir denn machen? Wie viele diese Blasenfische habe ich denn überhaupt eingesammelt? Wie viele habe ich denn eingesammelt? Steht hier nicht. Okay, das war's schon. Gut. Bumerang, okay. Oh. Immer her damit. Alles kochen. Alles machen. Ja, ich kann so nicht so viel machen, weil die halt irgendwann auch schlecht werden. Aber wir haben noch wieder eine lange Reise vor uns. Also. Gott, wie viele von diesen. Was sind das für Fische? Reiffische. Habe ich denn eingesammelt? Huch. Die sehen so geil aus, ne? Die sehen irgendwie aus wie solche, ja, Glubschfische halt. Was ist da denn? Bumerang und. Ach so, Salz bräuchte ich dafür. Was kann ich hier machen? Ah, okay. Jetzt kann ich einen Lichtstab. Ah, wenn ich das alles scanne, kann ich das alles nachher machen. Das ist ja. Lol. Thermoskanne. Cool. Kompass. Leitung. Schwimmflossen habe ich ja. Medikit. Schwimmende Luftpumpe. Denn? Essen. Mache mir Essen. Was kann ich hier machen? Wieder dieses Schmierdings und Silikongummi. Nee, das will ich nicht. Okay, das reicht, glaube ich, erstmal. Wie viele Fische habe ich denn noch? Okay, erstmal Essen. Essen, Essen und Trinken. Ausladen. Ich hab gar keinen Platz mehr, oder? Das deckt auch alles nicht, ne? Eigentlich so viel von denen. Kann ich die hier nicht rausschmeißen? Wie kann ich die nicht rausschmeißen? Was du bei hier im Inventar bist. Okay, so. Raus damit. Hallo? Möchte die gerne loswerden. Wieso kann ich die nicht loswerden? Achso. Schlingpflanzenprobe. Ja, jetzt weiß ich ja, wie das geht. Ich wollte die rauswerfen und nicht essen. Gut, jetzt habe ich die gegessen. Habe ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung? Nee, noch nicht. Na, dann ist ja gut.
So. Bewaffnet mit nichts. Let's go. Okay, gerade hatten wir auch nicht viel mehr. Aber ich werde mal einen kurzen Schnitt machen und dann sehen wir uns gleich da vorne wieder. So, da sind wir wieder. Also, ich habe uns jetzt hier erstmal ins Warme verfrachtet. Und ja, huch. Ich weiß gar nicht, man kann wahrscheinlich seine Sachen gar nicht wiederfinden oder beziehungsweise looten, oder? Ja, wir laufen hier nochmal lang und gucken. Jetzt haben wir ja Essen, Trinken mit. Jetzt wissen wir ja auch, wo wir uns was... wo wir uns wärmen können. Okay, da gucke ich nicht weiter. Es kühlt aber auch schon relativ schnell ab. Hier in diesen komischen Feuerblumen da. Okay, ja, machst du das denn? Ich will doch... Schnee mitgenommen. Eine Schnelltaste eigentlich für, um das rauszuwerfen? Nee, ne? Kann ich eigentlich auch Schneewasser machen? Fallen lassen? Ah, lol. Okay, alles klar. Wenn man liest, dann, ja. Kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr mit, ne? So. Okay, waren wir hier schon? Hm, ja, ach so, hier ist der Anfang. Ja, alles klar. Alles klärchen. So, was bist du? Ist das hier meine Sachen? Nee, ne? Okay, hier ist mir auf jeden Fall warm. Hier wird mir auf jeden Fall warm. Warm, 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 warm. Es ist aber auch echt riesig hier, ne? So, du bist eine Blume. Hier geht's noch nach oben. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass die gleich so irgendwie auf mich schießen oder so, die Blümchen. Weil die sich die ganze Zeit so bewegen in meine Richtung. Nee, ich will jetzt keinen Schnee nehmen. Was soll ich denn mit Schnee? Ich möchte Sommer haben. Okay, von hier unten wären wir, glaube ich, gekommen, ne? Nee. Okay. Können wir nochmal das mitnehmen? Aber von hier werden wir gekommen. Oder... Ich glaube, hier bin ich irgendwo doch gestorben, ne? Bin ich hier nicht irgendwo gestorben, weil ich verhungert, verdurstet bin? Ich glaube, ich bin verdurstet, ne? Können wir nochmal mitnehmen? Verkugel mich jetzt bitte nicht, okay? Ist hier gerade geschafft, wieder hierher zu kommen. Also bitte nicht verbrennen. Jetzt habe ich schon wieder Schnee eingesammelt. Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Ja, nee. Hier war ich doch noch gar nicht. Hier war ich doch noch ja nicht. Kommen wir hier hin. Hier können wir uns wieder aufwärmen. Aber kalt ist mir ja auch gerade noch nicht. Doch, jetzt wird mir kalt. Was? Ich weiß nicht, was das sein soll. Schlammgrube? Matschegrube? Oh, Pinguinis. Hallo, Pinguinis. Okay, von hier können wir ins Wasser. Schon auch das komische Seeungeheuer. Hallo? Hallo? Kann ich dich mit nach Hause nehmen? Ach, ich habe noch einen zu Hause. Wenn man die nachher als Haustiere halten kann, das wäre ja richtig Luxus. So, nochmal schön aufwärmen. Hoppi. Tschüss, Pinguinis. Tschüss. Tschüssi. Was? Aber wie sagt man so schön, alle Wege führen nach Rom. Also denke ich mal, dass der hier auch nach Rom führt. Also ich brauche Licht. Ich habe Angst. So. Es ist aber ganz schön hell. Ich möchte gar nicht wissen, was mir hier jetzt gleich für ein Ungeheuer entgegenkommt. Hier sind noch mehr Pinguinis. Hallo, Pinguis. Pinguinis. Mehr Pinguinis. Hier wären wir lang gekommen, ne? Okay. Hier wären wir lang gekommen. Hier lang, hier lang. Noch ein Blümchen. Ist hier irgendwas drin? Hopp. Boah, also das Geräusch ist schon... Interesting.
How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Okay. Location uploaded to PDA. Was soll ich jetzt damit machen? Da reinwerfen? Kann ich das scannen? Ja. Erbauer-Artefakt, okay. Und nu? Okay, muss ich wahrscheinlich nach oben irgendwo? Hier kann ich ja gar nichts mehr machen, ne? Oder ist das jetzt einfach nur, weil mein Inventar voll ist? Nee. Essen, trinken. Schneeball fallen lassen. Das Ding muss ich bestimmt nach oben. Ladestand, 100%. Wie heißt das Ding? Können wir hier irgendwo lesen, was das ist? Hier bestimmt, oder? Das ist nur eine Aufzeichnung. Das Meer. Ich nur das. Was ist das alles? Technik habe ich doch. Mineraldektor, Hilfe einer. Das sind alles nur diese Notrufe. Aber ich wollte doch gucken, was ich hier. Ach, hier. Material. Analysator. Dieses Werkzeug ähnelt einem menschlichen Elektronenmikroskop oder Massenspektrometer und scheint für die Analyse physikalischer Rohstoffe konzipiert zu sein. Zufolge können die Scan-Vorrichtungen dazu ausgelegt sein, kleinere Gencodes für die. Okay. Aber das kann ich ja hier nicht mehr mitnehmen, ne? Okay. Licht! Huh! Ich weiß aber nicht, wie ich da. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Muss ja irgendwo denn einen Weg nach oben geben, oder? Den ich nur noch nicht kenne. Jo. In 800 Meter ist meine Kapsel. Aber das ist ja schon wieder zu Hause. Wir müssen dahin. Ich bin vielleicht auch einfach nur einen falschen Weg gelaufen. Oh, guck mal, die Pinguine wärmen sich auch auf. Oh, wie süß. Hallo, Pinguins. Ah, hier geht der Weg nach oben. Ah, ich bin nur falsch gelaufen. Oh Mann. Nee, oder? Hier lang? Ah, hier lang. Okay, 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 okay. Hier kann ich mich nochmal aufwärmen. Planschi, planschi machen. Planschi, planschi. Planschi, planschi, wärmi, wärmi und so. Bin ich hier wohl nicht dran vorbeigelaufen? Kann ich wieder Sachen einsammeln? Okay. Man sollte vielleicht auch einfach dem Weg folgen und nicht immer vom Weg abkommen und irgendwie selber einen Weg laufen. Weil dann kommt man immer irgendwo. Okay, aber ich musste ja eh unten lang. Also ich musste da ja, glaube ich, eh hin. Ich musste ja dieses komische Ladeding einsammeln. Also mir gefällt das nur noch nicht so ganz wie dieses Geräusch, was dieses Geräusch hier von sich gibt. Waren wir hier nicht? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Ja, okay, das kann ich zerstören. Ich würde fast behaupten, wenn ich da reingehe, habe ich ein Problem. Noch eine PDA. Was ist das? Fragment eines Mineraldetektors. Okay, 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 okay. Das ist wieder ein Blümchen. Das ist jetzt hier alles. Schwefelkristall. Das ist hier alles. Oh Gott. Ach so. Ah, lol. Kann man essen? Ja, Mensch. Das hier alles mit diesen Blumen betrieben? Scheint fast so, wa? Ist noch nicht, wo ich jetzt hier lang muss. Einsammeln. Also wie gesagt, ne, mein
Koordinatensystem ist nicht das Beste und auch nicht das Schlauste von allen. Muss mich mal kurz kratzi-kratzi machen. Wer ist er denn? Oh, da hab ich mich... Oh Gott. Your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Aber das ist mein Land? Hallo? Wo bist du hin? The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. Okay. Was ist das? Scannen! Oh Gott, ich habe mich jetzt gerade vor meinen eigenen Schatten erschreckt. Erschrocken, wie heißt das? Solarmodul. Okay. Bioreaktor. Wo kommen wir denn hier überall hin? Okay. Einfach mal alles mitnehmen. Keine Ahnung, wofür, das nachher, wofür wir das nachher alles brauchen. Aber. Okay, was bist du? Okay, da sind hier Signale. Ey, den Weg finde ich doch nie wieder dahin zurück, wo ich gerade hingekommen bin. Okay, hier lang war das. Gravitationsschluss zerbrechen. So. Dann kommen wir nicht lang. Einfach mal mitnehmen. Kommt mal da hoch. Guck mal nicht hoch, ne? Ne, guck mal nicht hoch. Okay. Einmal wärmen. Okay. Boah, ist das widerlich hier gerade. Ich weiß gar nicht. Bin ich noch nicht lang gekommen, oder? Ne, von hier, ne? Von hier sind wir gekommen. Ne, auch nicht. Doch, von hier sind wir gekommen. Okay. Ich habe den Weg wiedergefunden. Okay. Hopp. Hoch hier. Und rein da. Komm ich da rein? Was? Ah, ich kann das ganze Ding. Ah, Mehrzweckraum. Oh lol. Oh, den können wir uns bestimmt gleich eine Base bauen. Ja, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen ein bisschen, auch wenn wir gestorben sind. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Adios, bis zur nächsten Folge.